Hallo, hallo, hallo. Hier wieder eine neue Folge von Schoki Banoki beschwert sich. Mir ist in letzter Zeit wieder was passiert. Habe ich gedacht, Mensch, das muss ich mal irgendwie erzählen. Ich habe einen ganz schlauen Paketdienst. Der ist von DPD, glaube ich. Ja, der ist von DPD, genau, ja. Und der bringt mir immer Pakete und ist so komisch drauf, der Typ. Zum Beispiel, irgendwann mal hat er mir ein Paket gebracht, da waren so Poster drin, also Papier. Und dann hat er mir das in den Schnee reingestellt. Und ich war irgendwie 2 Tage nicht zu Hause. Und dann hatte ich natürlich komplett durchgeweichte Poster. Weil ein Paket natürlich Wasser saugt. Hat er nicht kapiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall in den Schnee reingestellt und ja, Ware im Arsch, kannst du vergessen. Musst du wieder zurückgehen lassen, Druckerei wieder neu, bla bla bla. Reklamiert, habe ich dann auch von der Druckerei neu bezahlt bekommen. Was die dann mit dem Paketdienst machen, ist mir scheißegal. Das ist dann deren Sache, aber funktionierte nicht, natürlich nicht. Anderes Mal habe ich Pakete, irgendwas bestellt, irgendwelche Büchlein oder irgend sowas, auch wieder bei der Druckerei. Die sind dann geliefert worden und ich war dann zu dem Zeitpunkt wieder nicht zu Hause und der Paketdienst, der gleiche Mensch, hat sie abgeliefert und hat in den Briefkasten einen Zettel hinterlassen und da stand drauf, in den Schupen. Also in den Schupen. Ich war da neu eingezogen gerade in diesem Haus. Oh, jetzt fahre ich gerade durch den Tunnel. Ich war da gerade neu eingezogen in diesem Haus und habe gedacht, wo ist denn die Straße in den Schupen? Das gibt's doch gar nicht. In den Schupen rumgeguckt. Keine Hausnummer dran, in den Schupen. Wo ist denn hier eine Straße? Die heißt nur in den Schupen. Gibt's doch nicht. Und dann hat er es am Ende, nachdem ich da lange gesucht habe, hat er es in den Schuppen hineingestellt. Auch ein bisschen bescheuert von mir natürlich, aber im Schuppen stand es dann drin. Drittes Mal hat er es wieder einen Zettel hinterlassen, wieder so ein kleines Paket und er hat es dann in einen von meinen Grills, ich habe so einen Kugelgrill, in den Grill rein und den Deckel drauf. Und da habe ich ihn gefragt beim nächsten Mal, wie er was gebracht hat, wieso legst du das in den Grill rein? Da sagt er, ja, ich habe gedacht, trocken und sauber. Ja, trocken war es, aber sauber, naja, egal. Vierte Story, richtig geil. Ich war das Wochenende weg, habe was bestellt und kam wieder und habe einen Zettel, montags oder sowas war das, glaube ich, gefunden. Ja, es war montags, genau, den Zettel im Briefkasten gefunden, guck so rein und mein so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Der Paketdienst hat draufgeschrieben, blaue Tonne. Blaue Tonne ist bei mir die Papiertonne, die Mülltonne. Und er hat dieses Paket in die Mülltonne reingestellt. Und die wurde sonntags abgeholt. Ware weg. Zufall will es, dass da wirklich Papier drin war. Da waren wieder irgendwelche Poster drin. Und ja, Ware war weg. Und da habe ich beim nächsten Mal den Kollegen dann mal beiseite geholt und habe gesagt, hier, der Zettel, ist der von dir? Ja. Ja, hier, blaue Tonne. Er so, ja, was denn? Naja, ich kam montags wieder und da wurde der Müll abgeholt. Und er so, war doof, hä? So, ja, war sehr doof. Schade. Musste ich natürlich reklamieren. Habe ich dann wieder ein paar Tage später eine neue Lieferung bekommen. Aber es ist echt unfassbar. Mittlerweile nenne ich ja den Paketdienst bei mir, den Osterhasen. Der muss im früheren Leben mal Osterhase gewesen sein, weil er die Pakete versteckt, immer irgendwo, in den Schuppen, im Grill, im Schnee oder in der blauen Tonne. Mann, 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 was ein Hohlroller. Aber ein netter Kerl. Kann nichts dafür. Scheiße. Naja. Das war eine neue Folge von Schoki Banoki beschwert sich. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie.